Heute für euch ein Vergleich der Giganten, und zwar der Funke China Böller D versus den Rotring Knallkörper China Böller D 490. Auf jeden Fall wirklich beide top verarbeitet. Richtig schöne Teile hinten noch mit drunter zugemacht, würde ich sagen. Auf jeden Fall traumhaft verarbeitet beide. Würde ich mal sagen, zünden wir mal an. Ja? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Funke an. Mal schauen, wie gut er ist und ob der Rotring dann auch mithalten kann. Bis gleich zur Zündung. Er hat schon mal sehr gut vorgelegt, der Funke. Schöner Schnipselflug. Also wirklich unterschiedmäßig kann man keiner kennen. Also von Knalllautstärke wirklich beide top. Schöne Teile. Ja, tat zwar jetzt ein bisschen weh, den Rotring anzuzünden, aber ich wollte das unbedingt mal vergleichen. Und ich muss sagen, wirklich beide top. Beide gleich auf. Also richtig ein Lautstärkeunterschied, Schnipselunterschied. Und ich kann ja mal hier rüber blinken. Also dort hinten ab der Funke. Hier hat es einen Rotring zerlegt. Wirklich top. Ist früher wie damals, kann man sagen. Ja. Und damit hoffe ich, der Vergleich hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.